heute den 19. in Topschirm bei der Gisela. Wir trainieren heute Brust- und Trizepsfeier. Und jetzt gehen wir mal Gas. Die erste Übung ist Kabelziehen über Kreuz. Ich mache gern Kabelziehen über Kreuz am Anfang. Eine fliegende Bewegung, dass ich ein bisschen in die Brust reinkomme und dass ich den Muskel vorschöpfe und vermeide damit Verletzungsrisiko. Und ich komme dann auch besser rein bei den ganzen Druckbewegungen, dass ich dann wirklich nur die Brust triff. Die erste Drückbewegung auf der Schrägbank mit den Kurzhandeln. Den Satz brauchen wir jetzt gescheite Musik. Und ich bin mehr auf Oldschool. Mehr braucht man nicht. Der Markus Rühl hat gesagt, das bedarf's. Wir sind jetzt auf der Incline Hammer Strength Press und ich mache immer so eine Mischung aus Freihandeln und Maschinen. Zuerst kommen bei mir immer die Freihandeln dran und dann kommen die Maschinen halt einfach nur zum Einpumpen. Ja. Du triffst halt besser den Zielmuskel, weil es isolierter ist. Halt, ja. Aber wie gesagt, Freihandeln sollte man genauso einbauen wegen der Koordination und so weiter. Und ja, gehen wir so. Die Leute, die mich verfolgen, wissen es eh. Ich strecke nicht die Ellbogen komplett durch. Ich habe da immer so einen leichten Winkel drin, dass ich halt den Trizeps nicht belaste. Ja. Weil mein Arm ist sowieso schon überdimensional und die Proportionen müssen halt dem Bodybuilding passen. Das ist sehr wichtig. Und deshalb schaue ich so gut, dass ich so gut wie möglich den Trizeps rauslasse und nur in die Brust einarbeite. Ja. Das ist wichtig, ganz wichtig. Und bei der Übung, was mir noch eingefallen ist, was ich immer mache, was einem gar nicht so vorkommt, aber was man automatisch schon macht, ist, das ist, dass man sich nicht gerade einsetzen sollte in die Übung, dass man hinten sich dran lehnt mit dem Rücken, dass man komplett oben ist, sondern dass man mit dem Arsch, mit dem Hintern immer noch ein Stückchen vier rutscht, dann komme halt ich, dann triff halt ich besser den oberen Bereich von der Brust. Ja. Könnt ihr alle einmal ausprobieren. Jetzt machen wir das Bankdrücken. Ich mache das sehr gern. Ich habe zwar früher meinen Brustmuskel damit eingerissen, aber wie ihr seht, ich mache es nicht mehr, weil ich finde trotzdem, es ist eine effektive Übung und es gehört einfach dazu, weil es halt eine Grundübung ist und darum mache ich das gern.
So, nur dass ihr es wisst, für die Info, ich nehme immer ein Handtuch normal, ja. Aber heute für den Videodreh nehme ich keines. Aber dann später, nach der Übung, wische ich natürlich wieder drüber. Ja. Nicht, dass ihr glaubt, ich bin ein Dreckslose. Also ich zum Beispiel baue immer das Bankdrücken so in der Mitte ein, dritte, vierte Übung. Ich würde nie wieder Bankdrücken als erste Übung einbauen, ja, weil man sich da schnell verletzt. Und dann als erste Übung ist man immer stärker und man probiert dann vielleicht was und dann verletzt man sich. Und dann Verletzungen im Bodybuilding ist immer sehr schwierig und ich glaube, keiner will 6 Monate Pause machen. Und noch was zwischendurch, was sehr wichtig ist beim Bankdrücken. Also ich mache immer den Griff mit den Daumen über die Stangen drüber, ja. Weil ich triff einfach besser die Zielmuskulatur. Aber bitte für die ganzen Anfänger da draußen, macht den normalen Griff. Der ist viel sicherer und ja, dass es nicht abrutscht. Ja. So, jetzt machen wir Fuß. Als letzte Übung für die untere Brust. Wichtig dabei ist, dass man sich mit den Beinen nach hinten lehnt, sodass man die Brust, wirklich den Brustmuskel trifft. Ja. Da sehe ich immer die Tipps halt ganz gerade, ja. Also nur die Bewegung. Ja. Also da machst du meistens nur in Trizeps mit. Ja. Die zweite Hauptmuskelgruppe ist natürlich ein bisschen die Brust dabei, aber du triffst das halt nicht komplett. Ja. Deswegen schön Beine nach hinten, nach vorne lehnen. Aber so trifft sie auch den Brustmuskel. Ja. Wie ihr wieder sehen könnt, ich strecke wieder nicht durch. Das hat den Grund halt, dass ich besser die Brust triff. Und scheißegal, wer euch was sagt und dreirät, ihr müsst den Muskel spüren und ihr macht es so, wie ihr es das für richtig haltet. Ja. Keiner hat euch was zu sagen, wenn ihr sagt, ich spüre das besser. Wenn es durchstreckt, dann streckt es durch. Ja. Jeder muss das sein eigenes Trainingsprinzip herausfinden. Ja. Jeder Körper reagiert anders und jeder hat da seinen eigenen Stil zum Trainieren. Ja. Und das da, das ist der Hörmal. Das ist das Top-Gym-Inventar. Ja. Man kann ihn mal benutzen als Kurzhantel, wenn man es wenig hat. Länger schlagen kann. So klar bin ich auch wieder nicht. So, jetzt machen wir die erste Übung Trizeps. Ich mache gerne Trizeps drücken am Seil, weil ich mich da richtig gut konzentrieren kann drauf. Und ich mache es aber nicht so wie die meisten, gerade da stehe und auf den Rabe ziehen. Ich stelle mich her, ein paar Schritte zurück. Wichtig ist halt immer ein fester Stand. Und ich gehe so her, dass ich die Übung ein bisschen vorne drücke, mich vorne lehne, meinen Oberkörper vorlehne und dann mache ich auf nur den. Und letzte Übung machen wir die Trizeps Extension Maschine auf der Atlantis. Das ist enges Trizeps drücken zum Auspumpen, sagt man.
ja, das ist die letzte Übung für heute. Trizeps machen immer zwei Übungen, wenn ich vorher Brust trainiert habe, weil der braucht nicht so viel Aufmerksamkeit. Der ist gleich voll und ist gleich erledigt. Früher schon in Top-Gym trainiert, nur weiter. Leider ist der Weg jetzt ein bisschen weit. Ich fahre der dreiviertel Stunden rein, wieder zurück. Das ist ein bisschen so aufwendig, weil ich habe halt einen Eingangsschaufahrer, den sperre ich um 7 Uhr zu. Das wäre halt mit der Zeit ein bisschen knapp. Aber ich kann das nur jedem empfehlen, ob es mal kommt und sich das anschaut da. Leibende Leute, gute Geräte, hast du eigentlich alles da, was Bodybuilding ausmacht.